Tutorial trainieren wir den Laut Z in Silben. Ziel der Übung ist, dass das Kind lernt, den Laut Z richtig in einer Silbe zu sprechen. Hierzu verwenden wir die Lautgesten von Zeppo, Anna, Emil, Ida, Ole und Ute, sowie die Spielfelder, Autos und Bus. Alles aus dem Spiel Memo, Lotto und Co. sowie einen Farbwürfel aus ihrem Bestand. Silben mit Z trainieren. Der Laut Z wird mit Hilfe der Lautgeste von Zeppo und den Lautgesten für A, E, I, O, U in Silben eingeübt. Die Lautgeste für Z von Zeppo geht so. Die Lautgeste für A von Anna geht so. A. Die Lautgeste für E von Emil geht so. E. Die Lautgeste für I von Ida geht so. I. Die Lautgeste für O von Ole geht so. O. Die Lautgeste für U von Ute geht so. U. Die Sprechübung ist in ein kleines Spiel eingebunden. Wir sagen zu dem Kind, heute machen Zeppo und seine Freunde eine geheime Auto- und Busfahrt. Wer mit Zeppo fährt, entscheidet der Farbwürfel. Zum Beispiel bei Rot fährt Anna mit oder bei Grün Ute. Der Hintergrund des Lautgestenkindes passt jeweils zu einer Farbe des Würfels. Die Farbe Weiß bedeutet freie Farbwahl. Zuerst fahren die Kinder mit den Autos. Hierbei werden die Laute getrennt in einer Reihe gesprochen. Das klingt in der Geheimsprache Z, A. Nach einiger Zeit steigen Zeppo und Anna in den Bus um und fahren gemeinsam weiter. Hierbei werden die beiden Laute zu einer Silbe verbunden. Das klingt dann Za. In dem Beispiel gewinnt der Spieler die Lautgestenkarte von Anna. Freie Wahl. Z-I. Z-I. Zi, zi, zi. Z, o, z, o, z, o. Zo, zo, zo.